Politik ist immer Dynamik, aber selten war sie so schnell wie in dieser Zeit. Man spürt, wie sich dauernd etwas Neues ereignet und die Verunsicherung groß ist. Und wir brauchen wieder eine Öffnung, eine Demokratisierung der politischen Sprache. Und ich finde es richtig, in dieser schnelllebigen Zeit einmal durchzuatmen, Kraft zu tanken, sich zu überlegen, wohin die Reise geht und dann mit neuem Elan nach vorne zu gehen. Gerade weil der Planet am Überhitzen ist, müssen wir darüber reden, was wollen wir in Zukunft für eine Welt haben? In welcher Welt wollen wir leben? Wie wollen wir das gestalten? Dafür brauchen wir Ideen. Ich arbeite zum internationalen Klimaschutz. Wir machen da ziemlich gute professionelle Lobbyarbeit, international abgestimmt. Aber damit sich wirklich was ändert, braucht es natürlich politischen Schwung, es braucht eine politische Bewegung und einzelne Leute, die sagen, ich setze mich dafür ein. Und dafür brauchst du eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Erzählung von globaler Gerechtigkeit, internationaler Solidarität in den Grenzen des Planeten. Was ist die grüne Erzählung? Diese Frage braucht eine Antwort. Die Zeit braucht eine grüne Antwort. Und alle, die Lust haben, über diese Fragen nachzudenken, ohne Scheuklappen, die sind ganz herzlich eingeladen zur Tagung.